Warte, Oder dann zehn gehe ich kurz Raptoren. eine rauchen, Regie. Ja, Okay. super, dann stehe ich da oben jetzt mit dem ganzen Zeug. Ich komme ja gleich hinterher wieder. Ja, toll, ich habe jetzt wieder Nähe. Durch was bist du jetzt gestorben? Durch so ein scheiß Dinger. Versuch bitte zu deiner Leiche zu kommen, Schatz. Ja. Game ist so fail, Alter. Der PvP-Server, der ist so dreckig eingestellt. Das ist echt mies. Weil ich schwimme gerade durchs Wasser. Mich Ja, beißt einmal so ein Piranha, da Piranha. muss ich aufpassen. Die Piranhas, die sind richtig mies. Die backen dich auch immer wieder zurück. Du bist fast am Land oder so und dann zieht sie auf einmal wieder 10 Meter zurück. Kann so kotzen. Das ist das, was ich meine, was mich auf diesem Server so aufregt. Deswegen ist er auch von meinem Raptor gestorben. Weil ich habe bestimmt eine Minute lang mit denen gekämpft und dachte mir dann so, komm, nee, bevor der Raptor stirbt oder so, scheiß drauf, lässt es jetzt sein und gehst zurück. Ja. Nix da. Dinger Wo holen ist jetzt fünf. mein scheiß Rucksack? Die Dinger hauen dich so oft, Alter, bis du weg bist. Du musst gucken, entweder liegt der Rucksack da oder deine Leiche selber liegt da. Hier müsst ihr irgendwo liegen, aber ich sehe nichts. Alter, jetzt muss ich überleben. Da habe ich mir das Wichtigste für unsere Base aufgehoben. Alter, ich bin hier gestorben. Wo ist mein scheiß Leiche? Oder mein Rucksack. Na, da muss ich ganz genau gucken. Ich und Kevin sind gestern auch, Alter, wo wir gestorben sind, an unsere. Ich stand genau neben meiner Leiche. Ich habe mir sogar noch Video angeguckt, weil ich habe ja die ganze Zeit aufgenommen, hab's extra gespeichert angeguckt, wo ich gestorben bin. Hey, ich lag genau neben meinem Charakter im Gras. Das hast du nicht gesehen. Ich dreh durch. Ich find's nicht. Wenn ich drück mal die K-Taste, dann geht die Sicht nach oben raus und dann kannst du ein bisschen rausscrollen. Vielleicht siehst du es von oben ein bisschen besser im Gras. Das ist nicht am Gras, das war am Strand. Willst du mal kurz rüberkommen und gucken? Schatz, ich muss selber da hoch. Ich und Kevin, wir sind da oben gestorben. Da ist unsere Metallpike. Die braucht am meisten Rohstoffe. Wenn die weg ist, sind wir richtig am Arsch. Ja, ich sollte halt auch meine Leiche finden. Alter, es kann doch gar nicht sein, dass die so weit weg ist. Ach komm. Fang gleich an zu weinen. Das gibt's doch gar nicht. Alter, das ist so ein Drecks-Server, Alter. Da habe ich Kevin sein Ding aufgehoben, wollte meins gerade aufheben, zack, kommen die Viecher schon wieder an, Alter. Und One-Hit tot. Es kotzt Mann, mich das jedes Mal so an, Alter, und er geht eine rauchen, voll geil. kann doch gar nicht so weit weg sein. Oder? Keine Ahnung. Bin wieder da. Jo. Ich war gerade da, heb deins auf, Sabberot kommt an, One Hit tot. Ja, super. Meins wird despawnen. Deins kann man jetzt nochmal aufheben. Ja, Oh, super, lol. wo ist das Ich hab jetzt? mich am Bett respawnen wollen und bin in der Eishöhle. Wo ist die Kacke, Mann? Komm. Noch Ach, das macht einmal doch durfte echt ich kein. schaffen. Das macht doch echt kein Fun. Bist du überhaupt sicher, dass du wieder an der gleichen Stelle bist? Ja, bin ich. Ist es ja. Ganz trotzdem nicht. Voll fehl, Alter. Ja, wenn ich jetzt hinkomme, zumindest eine Metallpike kann ich retten. Deine.
Meine wird sehr knapp. Weiß ich nicht, ob ich das in 15 Minuten zweimal den Weg dahin schaffe. Wenn du auch los, Kevin? Ich bin in einem ganz anderen Base gespawnt, Alter. Ja, dann guck, dass du dich irgendwie so schnell wie möglich selber killst. Irgendwo runterspringen oder irgendwas angreifen, egal was. Komm, das kann doch gar nicht sein, ich Ricky, das scheiß nicht Problem ist, hier drauf. ist gar nichts. Ich komm hier nicht weg, gar nichts. Ja. Hier ist einer Teenie Level 8 bewusstlos. Ja, dich hat's dann einfach weiter oben gespawnt. Ey, Alter, ich schwör, der Server, der kotzt mich so an, Alter. Kann doch nicht sein, egal was man hier macht, das ist alles umsonst, alles für den Arsch. Könnte gerade auch kotzen. Entweder schaltet sich der Server ab einfach, dann setzt es dich jede 10, alle 5 Minuten immer wieder zurück. Alles stirbt bei dir, alles am Laggen ist. Kann hier 10-mal hin und her laufen und das warte ich stelle und ich finde es nicht. Ich Kann bin doch ja auch zum nicht Glück gleich sein. tot. Soll ich drauf scheißen und wieder zur Base zurück oder? Ja, super. Ganze Metall, alles, was ich vorhin da gebracht habe, alles für den Arsch, Alter. Die Leiche lügt nirgendwo hier. Wo war das denn, Anna? Am Strand direkt vorne und Bei es uns liegt vor der wieder ein Base oder Rucksack. was? Ja, ein Stück weiter runter da am Strand. Ja, Kevin, dann such du mal mit ihr das. Weil entweder kriege ich da oben beides, ansonsten ist es eh weg. Ich komm runter, Anna. Wer wird angegriffen? Ich? Ja, vom Raptor, Alter. Ja, gleich wieder tot. Genau vor unserer Base, Alter. Level 2 war Raptor. Meine Fresse, Und so kotzen. Ich laufe den ganzen Strand hin und her, wo ich gestorben bin und es ist einfach nichts da. Kann es das sein, dass das irgendwie mit Absicht ist, oder? ja, wie gesagt, Kevin, seine Leiche haben wir das eine Mal auch gar nicht mehr gefunden. Ja, aber es liegt hier auch nichts. Ich bin jetzt bis fast wieder an der Wall bis oben hingelaufen, aber es liegt hier nichts. Toll, ich kann mich nur am Schlafsack respawnen, sonst geht gar nichts gerade. Ja, dann mach es, scheißegal. Im Endeffekt Leder und sowas alles, gerade wenn man so ein Metallpike hat, es geht ja schnell. Deswegen sei ja, kotzt mich an, ich war ja da oben, ich habe ja schon wieder 40 mal Leder oder sowas gehabt. Metallpike, die Anna, geht schon wenn du übel den ab. Strand runterkommst, wo lang, links, rechts? Oh Gott, sag's mir doch recht. Nicht da die Klippe runter von zur Brücke, sondern die andere Seite Ja, ich gerade. sehe dich schon. Und hier unten war das. Ja, hier irgendwo muss die liegen, aber ich sehe nichts, Kevin. Ich laufe schon die ganze Zeit hin und her, Wo hat er dich genau aber da ist getötet? nichts. Warte. Alter, jetzt hängt Hier der vorne Server schon wieder, eigentlich, guck Alter. mal. Warte. Hier hat er Jo. mich eigentlich getötet. Es hat sich erledigt. Ja. Aber da ist nichts. Ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe echt auch runter vom Server, Alter. Was ist denn das? Server hängt, es setzt mich zurück, ich bin tot. Müssen wir uns einen anderen suchen? Komm, das ist doch ganz ehrlich ein Witz, Alter. Du kannst, egal was du hier machst, dann können wir mit unserer kompletten Base umziehen, dann können wir so oben am Berg aufbauen, Alter. Es liegt hier keine Leiche. Also, Keine unser Leiche, ein komplettes Rucksack. Metall für den Arsch. Hä? Ein Rucksack muss liegen, nicht unbedingt deine Leiche, ein Rucksack. Ja, aber es liegt doch nicht mein Rucksack da, Kevin. Ich bin hier schon 10-mal hin und her gelaufen. Es liegt hier nichts. Weißt du, Es was nervt geile war, so. Kirin? Ich hatte Ja. BCX-Pflanze gefunden. Was aber. Alles im Arsch. Nervt so, hey. Das macht einfach keinen Bock, wenn du deine Leichen nicht findest. Was soll die Kacke? Wurdest du gerade nochmal getötet? Guck mal, hier liegt nirgendwo Hier, was. Ricky? Ja, da vorne bin ich gestorben, aber da liegt nichts.
Da liegt weit und breit nichts. War das ja in den Stein oder so? Nee, das war da vorne in der Senke drin, weißt du, gehst ja runter und dann war's. Gibt's doch gar nicht. Ja, das, was ich mir vorstellen kann, dass der dich vielleicht ins Wasser gehauen hat, oder? Das heißt, es liegt dann im Wasser, oder was? Ich weiß aber auch nicht, ob das mittlerweile schon weg, schon den Zweck ist. Kann auch sein. Das ist schon zu lange her. Ja, aber 15 Minuten ist es nicht her. Hinter habe ich hier nichts am Strand, weißt du? Arschlecken hat sie erlebt. Ja, der Server kratzt mich. Egal was, alles bis jetzt für den Arsch gewesen. Also bei Raptoren gezähmt, Alter, war für den Arsch. Seit dem ersten Tag wurden unsere Dinos gleich getötet, Alter. Also willst du auf einen anderen? Ja, auf einem anderen Server fange ich da jetzt nicht nochmal von vorne an. Wenn ich hier aufhöre, dann gehe ich entweder auf dem eigenen oder ich lasse das Spiel wieder komplett sein. Weil das hat nichts mehr mit Spaß zu tun, Alter. Bist ganzen Tage am Farm, Alter, und im Endeffekt für gar nichts. Stehst wieder komplett ohne Zeug da. Ja klar, vor unserer Base ist ein Raptor, Alter. Ja, das ist der Level 12er. Nee, Level 68. Upsala. Lauf grad raus, zack, tot. Hi, es ist ja bei Anna. Geht in die Base rein. Ja, super, fick dich doch, Alter. Anna, nicht in die Base reingehen. Ja. Metallbarren 6 Stück. Metall selber ist da noch eins drin. LOL, mir rennt ein Skorpion hinterher. Ich hab so keinen Bock mehr. Ohne Witz, das macht keinen Fun mehr. Egal was du machst, du stirbst eh. Pass auf, um unsere Base ist ein Skorpion, Raptor. Ja, wir nehmen uns jetzt das Zeug, was wir haben. Stellen uns jetzt, wie heißt es? Klamotten und sowas alles her. Ah, warte mal, hier sind Speere. Nehmen wir jetzt mal 3 Speere raus. Dann versuche ich mal irgendwas davon zu killen. Vor unserer eigenen Base schon am Arsch, Alter. Wo ist der Raptor? Pass auf, da ist auch ein Skorpion gewesen. Naja, ich suche gerade beides, ob ich irgendwas sehe. Vielleicht ficken sie sich jetzt gegenseitig. Ja, jetzt renne ich um die Base rum, Alter, und nichts mehr da, oder was? Verarschen? Ja, beides weg. So, jetzt hänge ich, super. Ich kann weder hochtauchen, weder runtertauchen. Was, im Wasser oder wie? Ja. Ja, dann ist dein Energie verbraucht, oder? Nee, ich hab fast volle Energie. Nicht das Kreuz, sondern der Blitz da drüber. Ich weiß. Ah, der Raptor rennt hier unten rum. Kommt er zu mir. Ah ne, hier ist der Level 12er Raptor und der Skorpion. Unten. Wo unten? Wenn du rechts an der Seite runterläufst. Alter, ein Skorpion, Raptor und ein Kombi. Ich habe alle getötet mit 2 Speeren.
Alter, die Sicht ist so behindert, Alter. Man sieht den Felsen nicht, obwohl man 5 Meter davon wegsteht. Wie sieht's denn jetzt holzmäßig aus? Wir gucken jetzt, dass wir die Base erstmal fertig bauen. Wenn das abgehakt ist, dann können wir weiter gucken. Geht, ich brauche noch ein bisschen. Weil die Sache ist, selbst wenn wir uns einen Raptor fangen, Alter, wenn wir mit einem Raptor da hochrennen, Alter, die scheiß Viecher, die ficken uns kaputt. Die ersten 2 Male, wo ich da hingerannt bin, hatte ich so ein Glück, Alter, dass im Endeffekt nichts passiert ist. Und jetzt werde ich jedes Mal gefickt. Ich glaube, ich probiere jetzt einfach nackt jedes Mal hinzurennen. Ich glaube, ist beste Lösung, einfach nackt am Strand hinrennen. Ich brauche noch 10 Wände. 10 Holzwände. Und dann bist du fertig, oder was? Ja. Ja, Anna hat doch genug Holz gefarmt, oder ja, hast du schon alles verarbeitet? Habe ich gerade wieder verarbeitet. Lol. Jo, ich sterb gleich wieder an Hunger. Alter, wir haben fast 400 Narcoberries. Ja, super, fick dich, jetzt greift mich irgendein Viech an, jetzt bin ich eh tot und hab Hunger. Ja, fick dich, komm. Ey, Anna, nicht so eine Wörter. Ich denk dran, das ist alles YouTube, Mann. Also, Charlie, ich mach's mir ab jetzt leicht. Ich renne jetzt am Strand lang. Und renne dann da, wo der Berg ist, auf der Höhe, renne ich dann rüber. Und entweder schaffe ich es oder nicht. Ich probiere es jetzt einfach 10 Mal, bis ich genug Metalle habe. Na gut, dann sollen wir weiter Holz farmen, oder was? Ja. Ja, was anderes bleibt nicht mehr übrig, weil ansonsten ist jetzt wirklich dann vorbei. Ich muss mir erstmal Kleidung machen. Weil ich brauche auch dann erstmal so eine Metall-Pickaxe im Endeffekt später wieder, damit ich richtig Metall abbauen kann. Warte mal. Eine kann ich mal mitnehmen. So eine Holzding. Hat jemand Essen noch? Warte, ich hab was. Ich hol vom Fleisch raus. Ja. Und dann muss ich mir Kleidung machen. Weil das Preis, das Fleisch brauchen wir ja nicht. Super, Metall Pickaxe ist nicht mal mehr eine drin. Stein Pickaxe. Geil. Wie hieß denn jetzt eigentlich nochmal dieser scheiß Flugsaurier richtig? Boah, warte mal, ich guck schnell. Weil wenn du den Namen hast selber, dann gib's mal bitte bei Google ein, einfach nur, wie heißt den Name Sattel. Ab welchem Level man den Sattel machen kann. Guck ich sofort. Mal gucken, wenn da hier einer, obwohl Kevin will schon mal kurz auf dem Server schreiben, ob uns irgendjemand einen Flugsaurier hätte, egal welches Level mit Sattel, kann auch ein Low-Teil sein. Weil ich könnte genau vor der Kiste landen, dann fliege ich lieber 30 Mal hin und her damit, Alter, und hole immer ein bisschen was, weil das man wenigstens das Zeug rankriegt. Die Metallpike, Alter, das kotzt mich so an, Alter. Einfach mal so 40 Holz, wie heißt 40 mal Stein weg.
Muss mir jetzt gleich neue Kleidung machen. Ja, warte mal mit Kleidung. Verarbeit mal, wenn es geht, das Leder, was wir jetzt haben, erstmal nicht. Für Hose und Ding brauche ich ja eh kein Leder. Ja, aber für Handschuhe und Schuhe, glaube ich. Ja, nur für die beiden Sachen. Ja, das also hatte Fasern, ich geordert. Ja, wie gesagt, Fasern und so kann ich alles, hau alles weg, aber wenn es geht, erstmal bitte noch kein Leder machen. Nee, das hatte ich da geordert, aber wenigstens weiß, dass ich halt oben wenn ich da, weil wenn ich da jetzt nämlich das Zeug geholt habe, dann will ich nämlich gucken, dass ich auf jeden Fall erstmal genug von den Metallpickaxt und Metalläxten herstelle und dann will ich nochmal zwei oder drei Metallpikes herstellen, gerade einfach nur zum Fleischfarmen. Dass wir uns dann wirklich normal die Raptoren und sowas fangen können. Kevin, du kannst dir noch diese Probleme haben. Du kannst dir Fleisch hinten vom Feuer nehmen, ich geh jetzt raus, sammel Bären, bis wir, dass ich was so zum Essen noch hab. Wir bräuchten erstmal viel Holz für noch 10 Wände. Oder zumindest 8 Wände. Oder 7, weil dann reiße ich die äußere hier wieder ab. Mach ich dir gleich, oder? Das Tal laufe ich nie wieder, Alter. Ja! Ja! Ist klar. Kevin? Hat sich nicht gut angehört? Ich drehe mich gerade um. Ich habe bestimmt 12 oder 13 gelbe Schriften gesehen. Es waren Kombis und von diesen scheiß Drohnen und alles, Alter, aber nicht mehr normal, wie viele das gerade waren. Ich bin einfach durchgejumpt, Alter. Ich habe noch 12 Leben. Das hat mich wahrscheinlich alles einmal attackt. Super. Aber übel, Alter, krank, Mann, wie viel? Ich lauf ins Tal rein, denk mir so, nee, komm, dreh um und alles voll hinter mir. Ja, tot. Ein Bär. Ich sag's so, das Game, das ist ein Witz. Also ich weiß, demnächst hat mein lieber Freund keinen Bock mehr, das Spiel zu zocken. Nee, sorry, das kann ich mir doch nicht mehr erzählen. Nicht mehr normal. Du läufst da lang, wirst dann von 50 Fliegen und sowas verfolgt, dann drehst dich ja immer um, dann läufst 10 Meter weit und auf einmal, du kriegst einen Schlag ab und kippst einfach um. Und dann steht dran, du wurdest vom Bär getötet. Ja, ist klar. Kann man halt immer bei Null anfangen, weißt du? Wenn die ganze Zeit null bei null an. Ich mach jetzt nichts mehr, Alter. Ich tue jetzt jedes Mal, wenn ich anfange, ich laufe nur noch lang, sammle Bären ein, fange dann jedes Mal an, mach mir meine erste Steinpickaxe und sowas. Tu dann so eine Torchwall erstellen und fertig. Und mit dem Zeug muss ich dahin.
nehme jetzt in der Base auch nichts mehr raus. Meine Speere und sowas, die tue ich mir jetzt alle so erstellen und craften. Kevin, ich sammle schon wieder Holz. Na gut. Ich komme auch. Hey Alter, vorhin bin ich da einfach so durchgerannt, Alter. War sogar zweimal da oben. Wäre fast zum Raptor gekommen ohne Probleme und alles. Und jetzt sterbe ich mittendrin, Alter, jedes Mal an ein oder zwei Viechern. Oh, hier ist ein Twike. Nehm dir Steine raus, die Steinschleuder und fang das Ding. Wir haben genug Narcoberries da und Meto, glaube ich, auch. Können wir sogar schön über die Wand schießen noch. Ja. Alter, wenn ich jetzt sterbe, da flippe ich aus. Ja, komm, drei Fliegen. Vier, komm. Komm. Tot. Oder soll ich lieber zwei, drei Pfeile schießen, Ricky? Wir haben genug Pfeile. Ist mir scheißegal, mach wie du willst. Ich sterb gerade am laufenden Band, Alter. Von ja, fick dich, ich sterb jetzt auch gleich wieder. Ja, fick dich. Jetzt sag ich schon wieder Taisha. Katz, übertreib's nicht mit solchen Wörtern. Nee, ich aber was haben die denn bitte hier gepatcht, Alter? Das kann doch nicht mehr sein. Ich bin gerade kurz vor der Base, wollte das Holz reinbringen und dann kommt so eine Fliege. Gestorben. Und tötet mich, das macht echt keinen Fun. Bei Hitze, Alter, und du kippst um. Muss ich mir jetzt hier am Anfang Holzschild und alles machen oder was, damit ich mal einen Schlag überlebe? Weil ich dachte gerade eben so viel Damage, wie ich bekommen habe, dass mich dieser Pronto angegriffen hat, Alter, bis ich gemerkt habe, dass es zwei so lächerliche Fliegen sind. Und mich pisst halt gerade an, ich hätte Kevin so viel Holz bringen können und dann sticht mich die Fliege direkt vor dem Ding ab. Super. Ja, wenn es genau vor der Base ist, dann belebt sich wieder und holt sein Ding wieder. Ja, Mann, der ist platt. Ja, jetzt muss ja ein Base laufen. Was meinst du mit der ist platt, Kevin? Betäubt. Okay, cool. Welches Level? 16. Ja, das ist gut. Warte, was wollte ich jetzt machen? Ah, Berries. Ich glaube, wir sollten aber, scheiße, wir hätten zwei Tore hinmachen sollen. Eins links, eins rechts, dass man durchlaufen kann. Ach was. Wie gesagt, wir müssen innen auch erstmal die Base noch genug ausbauen. Da ist auch noch genug zu tun und dann ist eh nicht mehr ganz so viel Platz. Unsere innere Base, merkst du ja selber, wird ja jetzt schon langsam eng. Die müssen wir auf jeden Fall noch ausbauen. Das Geile war... Ich konnte ihn voll leicht machen, weil ich habe doch bei zwei Dingern nur eine Wandhöhe gemacht. Und genau davor war er. Ich bin immer hochgesprungen, hab geschossen. Ja, und genau deswegen meine ich ja, wegen sowas will ich dann auch diese Rampen und sowas machen, dass du halt genau sowas benutzen kannst. Wenn die Viecher schon bei uns rankommen und dann so an der Wand backen oder auch gerade erst recht die Gegner, dass man die halt einfach von drinnen einfach abballern kann. Kevin, guck mal, ob du hinter der Base meine Leiche findest. Ja, dann warte kurz, ich muss den... Alter, da ist aber viel Futter drin, Alter, 4000. Denk ja, dran, Anna, das ist nicht immer deine Leiche, guck mal, das ist nur ein Rucksack. Deine Leiche gibt's hier kaum noch.
Die Leiche verschwindet schneller. Das ist dann meistens nur dein Rucksack. Ja, ich glaube, ja, die Leiche ist nur so lange da, wie man sie, solange man sich selbst nicht respawnt hat. Ich hab alles. Oder man von einem Raptor oder so noch angegriffen wurde. Ich habe alles aufgehoben. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Base, wenn ich nicht wieder von dem Piranha jetzt gestorben. Jo. Okay. Fandest du dich nicht am Bett respawn? Nein. Oh, ja, okay, stimmt. Kevin hat sich davor wiederbelebt und ich mich gerade auch zweimal. Ich packe alles in den Schrank. Also ich glaube, Kevin, wir müssen upgraden. 10 Betten in die Base. Ja. Wir bauen unsere Base 5 Stockwerke hoch. Machen dann, wie heißt es, Torchwände immer untereinander, dass wir 5 Ebenen haben und in jede Ebene machen wir 2 Betten. Kann man sich wenigstens oft genug spawnen. Jetzt konnte ich mich gerade Gott sei Dank spawnen. Hey, auf dem alten Server, da kann ich sagen, da bin ich in der ganzen Zeit vielleicht, lass es 6-7 Mal gestorben sein, maximal 10. Das habe ich jetzt an einem Tag. Was komisch ist, die ganzen Tage, wo wir gezockt haben, bin ich nie so oft gestorben. Jetzt sterbe ich wirklich mit 2-Hit. Ja, vielleicht weil er vorher neu gestartet ist und jetzt alles voll gemacht hat. Weil alles wieder die neuen kompletten Dinos. Ja, aber da muss ja damage-mäßig und sowas alles verändert worden sein. Weil sonst hast du ja wenigstens mal 3-4 Hits ausgehalten. Aber es komisch ist, ich komme immer höher vom Level. Dann sollte ja die Rüstung und sowas, die Basiswerte gehen ja immer ein bisschen hoch. Das heißt, du solltest ja allgemein eh ein bisschen mehr aushalten. Aber du stirbst einfach immer schneller. Am Anfang hält ich 1-2 Hits aus und mittlerweile bist du 2 Hits tot. Und da verstehe ich das nicht. Weil klar, mit der Lederrüstung hält man mehr aus, aber die Lederrüstung hatte ich auch nur mittendrin mal einmal. Davor bin ich auch mal der Stoffrüstung rumgerannt. Alter, ich leg mich kurz an Dino hin und mach einen Cut. Bin instant Level abgekommen gerade.